Hi, ich bin Marc von Evaco und heute zeige ich euch, wie ihr mit dem ClickView-Converter aus ClickSense ganz einfach eure alten ClickView-Apps in neue ClickSense-Apps konvertieren könnt. Starten wir auf dem ClickSense-Hub. Oben rechts unter den drei Punkten gibt es den Link zum DevHub. Im DevHub könnt ihr neben dem Extension-Editor, dem Mashup-Editor auch den ClickView-Converter auswählen. Zuallererst muss man dem ClickView-Converter eine ClickView-App geben. Entweder per Drag-and-Drop auf das entsprechende Feld ziehen oder einfach über den Explorer auswählen. Nachdem das Dokument nun erfolgreich hochgeladen wurde, sehen wir hier auf der linken Seite unsere Applikation Expense Management und die wähle ich dann einmal aus. Zuerst kriegen wir nur eine Übersicht. Welche Sheets gibt es in der ClickView-Applikation? Welche Dimensionen, Measures, Variablen oder gab es Objekte, die gar nicht konvertiert werden konnten? Wie man schon gerade gesehen hat beim Durchklicken, zum Beispiel bei den Visualisierungen, wir kriegen hier eine Unterteilung, auf welchen Sheets waren welche Objekte. Wir sehen hier eine ganze Menge Barcharts, Filterfenster, Tabellen. Wichtig ist hier, wenn ihr die Objekte in eurer ClickView-Applikation nicht vernünftig benannt habt, tut es spätestens hier. Wir werden später sehen, warum das Ganze wichtig ist. Wir sehen hier auch bestimmte Objekte, da ist der Haken gar nicht gesetzt. Ich mache das jetzt mal bei den beiden Filterfenstern Year und Month und wir schauen mal, was mit dem Quarter hier unten später passiert. Ansonsten bei Dimensionen und Measures das Gleiche. Entsprechende Benennung auf der linken Seite. Auswahl treffen, sollen sie mitkonvertiert werden, ja oder nein. Bei Measures das gleiche Spielchen und ebenfalls bei Variablen. Hier werden aber einfach alle Variablen mitkonvertiert. Ebenfalls aufpassen, wenn Must-Includes oder Includes in der Applikation sind, das komplette Skript wird auch mitkonvertiert. Hier auf der rechten Seite haben wir nochmal eine Übersicht, welche Barcharts gibt es so. Zum Beispiel das gerade umbenannte Evaco Education Bar Chart, Combo Charts, Line Charts und das gleiche wieder auch für Dimension und Measures. Wie gesagt, hier im Converter haben wir jetzt erstmal nur eine Übersicht, damit wir mit dieser App arbeiten können, damit wir die alte ClickView App weiterverwenden können, muss hier noch einmal auf Create App geklickt werden. Je nachdem, wie groß eure Applikation ist, und ob hier die App mit Daten hochgeladen wird oder nicht, kann das hier schon ein paar Minuten dauern. Die fertig konvertierte App findet ihr dann in eurem Arbeitsbereich. Hier einmal neu laden und dann sehen wir auch schon, hier gibt es eine Applikation Expense Management, die ich doch direkt mal öffne. Nun sehen wir hier keine Arbeitsblätter, obwohl der Converter gerade doch 5 verschiedene Arbeitsblätter erkannt hat und eine ganze Menge Objekte erkannt hat. Schauen wir mal, wo die alle hin sind. Neues Arbeitsblatt erstellt, zum Bearbeiten-Modus gewechselt und dann sehe ich hier unter den Master-Elementen Kennzahlen, Dimensionen oder aber auch Visualisierungen tauchen eine ganze Menge Objekte auf. Unter anderem auch das Barchart Evaco Education, was ich gerade noch umbenannt habe. Der Converter nimmt sich alle Dimensionen, Kennzahlen und Visualisierungen und packt sie dann in Master-Elemente. Also er kopiert nicht 1:1 die Arbeitsblätter, das müsst ihr dann selber übernehmen und das Design anpassen, aber ihr habt alle Objekte, alle Kennzahlen, genauso wie die entsprechenden Variablen werden alle mitkonvertiert. Das gleiche gilt auch, wir sehen es hier mit den Filterfenstern, nur die angehakten werden konvertiert, werden übertragen. Und schauen wir uns einmal gleich das Datenmodell an. Wir sehen ja, das Balkendiagramm zeigt uns Daten. Sprich, geladene Daten werden auch mitkonvertiert, Skript wird mitkonvertiert oder beziehungsweise das Skript wird mit übertragen. Hier ganz wichtig, es wird wie gesagt übertragen. Wenn es noch Verweise auf Filepfade gibt,
Das funktioniert in ClickSense ja nicht mehr so. Hier aufpassen, die entsprechend vorher anpassen. Weitere Tipps rund um Click findest du auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen.